Jetzt fahre ich zum Shooting zu Caro. Ein wunderschönes Familienshooting haben wir jetzt. Viel Spaß. Wichtigste ist das Thema Zeit bei Familienshootings. Ich plane für sowas immer sehr viel Zeit ein im Vorfeld. Eine halbe, dreiviertel Stunde plane ich immer Minimum ein. Man will ja auch gemütlich ankommen und in Ruhe sich so ein bisschen auch unterhalten können. Und das ist immer sehr wichtig auch für die Eltern und für die Kinder vor allem auch, dass sie einen ein bisschen kennenlernen, denn man ist ja doch fremd. Und wenn ich jetzt als Fremder hinkomme, dann bekommen wir halt nicht die Fotos, die wir halt haben wollen. Ich starte meistens dann gemütlich mit den Eltern bei einem Glas Wasser oder einem Kaffee. Wir reden kurz nochmal, wie denn so die Wünsche sind, ob sich irgendwas verändert hat an den Vorstellungen. Und dann geht's auch schon los, wenn ich aufgebaut habe. Ich bin gerade zurück vom Shooting, vom Familienshooting. Und es hat sich wieder mal bewahrheitet, man muss halt echt viel Zeit einplanen für sowas und man muss mega entspannt bleiben als Fotografen. Wenn du also entspannt bleibst und die Situation so nimmst, wie sie kommt, dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren. Ja, und dann lege ich vor jedem Shooting mir eine Checkliste an, praktisch quasi die To-Do-Liste, wobei ich dieses Wort eigentlich nicht mag. Und da versuche ich alles festzuhalten, was ich brauche, also sprich Equipment, was wird gebraucht, welcher Hintergrund wird gebraucht. Welche Kamera nehme ich mit, welches Objektiv und noch viel wichtiger, welche Motive wollen wir umsetzen. Also für mich gibt es auch nichts Schlimmeres als unvorbereitet und total verpeilt am Set anzukommen und gar nicht zu wissen, hey, was machen wir für Motive eigentlich, was soll halt umgesetzt werden, geht halt gar nicht. Ja, also Vorbereitung ist halt wirklich alles und dementsprechend, das setze ich halt jedes Mal um. Ich glaube, ihr kennt das, unvorbereitet, das funktioniert halt nicht. Ja? Und da setze ich mir auch vorher einen Wecker. Ich setze mir eine Zeit fest, meinetwegen eine Stunde. Und in dieser einen Stunde packe ich alles rein. Sprich Vorbereitung, was brauchst du, was nehme ich mit, was darf ich auf keinen Fall vergessen und welche Besonderheiten muss ich bedenken. Im Sinne von, die Details sind halt sehr wichtig. Keine Situation ist halt gleich. Es gibt immer wieder verschiedene Szenarien. Und genauso ist es draußen. Wenn wir jetzt ein Shooting machen würden draußen, müssten wir uns darauf einstellen, dass es schneit. Mich würde interessieren, wie ihr mit sowas umgeht. Sprecht ihr mit eurem Fotografen oder der Fotografin im Vorfeld alles detailliert bis ins Kleinste ab? Oder lasst ihr euch so ein bisschen die Ergebnisse offen und sagt nur, Thema ist das und dann mach halt mal, schieß los. Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare unter diesem Video. Ja, liked mein Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal. Wenn es euch nicht gefallen hat, klickt einfach weg. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss!